Mathilde, und ich sehe gerade, wir haben zu wenig Spider-Chunk. Ich habe mir eine Spider-Schulter-Dings gemacht. Also das wurde gerade angezeigt, okay. Genau. No water filtration tablets needed. Wir brauchen bessere Uniformen. Braucht man nicht da Mindfast für oder so ein Scheiß? Unter anderem. Das heißt zur Milbenhöhle? In der keine Milben mehr sind, wie ich dir schon letzte Folge Ja, gesagt vielleicht sind da jetzt welche, keine Ahnung. habe. Aber wir können da gerne hingehen, wo Milben sind, ja. Weißt du noch, wo die waren? Ach, hier ist noch ganz viel Berry Chunk. Bei irgendeinem der Dingsbums. Kameras, ne? Genau. Naja, ab in die Mitte. Können ja schon mal quasi At los. least it's clean. Jo, warte, 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 warte. Ach so. So. Siehst du, siehst du, ich wollte ja noch hier aus der Ego-Perspektive raus. Moment. Ach, du wolltest aus der Ego-Perspektive raus? Na, also aus der Third Person. Ah, war das nicht R oder T oder V oder B oder Y? Ah, B hast du Baumenü. Sieht sogar sehr angenehm aus für die Konsole. Es Welches? ist U. Aber ich. Da hatte ich jetzt als nächstes meinen Finger drauf. Aber nee, die Ansicht mag ich nicht. Ich will Ego. Ja, die wollte ich ja auch wieder haben. Picky eater, but still. So, wissen du? Ach, da unten. Ich wollte jetzt eigentlich. Hallo. Lob. Da liegt noch eine Leiche von mir hier unterwegs irgendwo. Ja, von mir auch. Die liegt in der Spinnhöhle. Ah, da wollen wir nicht rein. Nein. Dann gehen wir mal vorbei. Oh, Rüsselkäfer. Töte ihn. Hoffentlich hält das Was denn? Fleisch so Hast du ihn dir lange. genommen? Ja. Gut. Zumindest habe ich die Taste dafür Gut. gedrückt. Du weißt, wo wir hingehen? Okay. Dann ist sie Oh, gut. wir gehen falsch. Ich glaube, wir müssen da lang, oder? Aber Ist das warte immer. mal, da ist eine Spinne. Oder? Nee. Stinkkäfer ist das. Zwei Stinkkäfer und ich habe meine Stinkkäfermaske nicht dabei. Ich hab's ja, ich bin nicht so mutig wie du. Ich lass mich da nicht veropfern. Glaube, wir müssen Richtung alte Basis, ne? Ja, genau. Das ist die richtige Richtung. Richtung Spinnhöhle. Okay, ich folge dir. Spinnen müssten wir auch töten, damit wir uns schöne Spinnenklamotten machen können. Ja, aber Spinnen möchte ich gern Höhenvorteil haben. Ja, Oh, sehr. aber wenn man eine sieht, kann man ja gucken, ob man sich einen Spinnenvor also einen Höhenvorteil oder so besorgt. Weil Sonst sonst muss kriegen wir ich. nie bessere Klamotten, wenn wir uns nicht trauen. Ja, du kannst ja gerne immer vorgehen. Ich töte von hinten. Ich bin Legolas. Ich töte mit dem Bogen. Der Bogen ist meine Waffe, nicht der Boden. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich richtig gehe, ne? Nur so nebenbei Dann siehst erwähnt. du doch, wenn das Licht aufgeht. Ha. Hihihi. Du bist mal wieder so witzig. Ich weiß. Aber ich renne auf jeden Fall in Richtung einer Kamera. Hier ist der Baseball. Der Baseball. Deswegen sind wir klein geworden. Wegen dem Baseball. Ja.
Weil der den Laser von der Verkleinerungsmaschine blockiert hat und deswegen liegen von uns nicht überall kleine Bröckchen rum. Ah, wir sind aber bei der richtigen Kamera. Kommt her, Milby, Milby, Milben. Hier. Sollten wir dann hier auch mal eine Marke aufstellen. Milbenhöhle. Ja, aber in der Milbenhöhle sind keine Milben. Das habe ich dir aber gesagt. Ach, nee. Wir waren doch einmal hier, da war noch hier alles voller ja, Milben. Ja, aber die haben wir ja vernichtet. Das war ja damals unsere Aufgabe. Und ich bin jetzt gerade hier in der Milbenhöhle. Und hier ist nur ein dummer Wurm. Entwurm ihn. Brauchen wir noch Baumaterial? Inwiefern? Ja, Quadrizit. Alles das zum Reparieren. Oh, stimmt, ja. Da kriegen wir auf jeden Fall was von mit. Weil zum Reparieren haben wir immer genug. Wenn wir schon mal hier sind. Ja. Marienkäfer müssten wir auch mal wieder zerkloppen. Ja. Warte mal, ich habe irgendwie gerade ein dumpfes Gefühl. Was denn? Oh oh. Warum auch immer. Normalerweise müsste ich ja quasi das Spiel haben. Und, meine Audiospur, aber ich sehe gerade nur meine Audiospur. Nicht vom Mikrofon? Vom Mikrofon schon, aber vom Desktop nicht. Also bei mir heißt das Desktop, aber es ist eigentlich die Spielgeräusche. Also das, was man sieht. Das heißt, man hört nur das, was ich laber. Ja, dann, wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, ist das dann halt eine Folge aus der Mathilde-Perspektive. Auch mal was Schönes. Weil ich habe die Audioline vom... Ja, ja wie Sie sehen, keine Milben. Scheißverein. Voll doof. Laufen wir mal hier hoch. Vielleicht sind da ja oben ein paar Milben. Hallo Milben! Hallo, hallo. Auf jeden Fall Sepp. Ja, da sind Milben. Ey, kommt ihr mal her. Ach, sind wir jetzt hier wieder beim Eimer, ja? Was war das denn gerade? Milbe. Milbe? Nee, das? Hier ist so ein Effet. Ist gerade hochgerannt. So ein Feigling. Oh, Kampfmusik. Da ist noch eine Milbe. Da sind noch mehr. Noch mehr Milben. Hier ist noch eine, zwei. Einen habe ich für dich hier gelassen. Sehr nett. Bin mal bestimmt irgendwas Größeres, Käfermäßiges hinter mir. Könnte ein Stinkekäfer sein. Oh, es ist hier ein anderer. Ih, Stinkekäfer. Achtung, der pufft gleich. Ah! Ja, du. Du Kommunist. Sehr gut gemacht, Heinrich. Jetzt zieh ich aber meine Gasmaske wieder aus. Mach das. Also erstmal wegrennen, Gasmaske. Er war ja betäubt, so ein bisschen. Sehr gut, hast den K.O. gehauen. Ja, das ist ja. Oben rechts sind diese Arschlochkäfer. Ameisen? Ja, aber oben rechts auf dem Hügel sind die Arschlochkäfer. Aber ich will eigentlich... hier die... Lawn Mites, die Milben will ich haben. Ich höre Kampfmusik, aber sehe gerade nichts. Whee, komm mal Licht. Ah, da, hi. Na? Oh. Hier ist eine Spinne in der Nähe. Ich gehe weg. Oh, oh. Oh, Heinrich, ein Stinkekäfer ist hinter mir her.
Im ersten Kampf hatte ich Licht von dir, aber im zweiten war ich jetzt allein. Ja. Ohne Licht. Ich sehe ihn jetzt auch gar nicht mehr. Wo ist der denn? Ah, da. Versteckt sich hinter den Blättern. Ja, der wartet da auf dich. Der hängt da fest. Eigentlich würdest du versuchen, mit dem Bogen zu erledigen. Oh Gott, du bist ja tot. Ja. Sag doch einen Ton. Ich hab doch gesagt, ich sehe nichts und bin tot. Ich hab nur gehört, ich sehe nichts. Weil mir fehlt das Licht, geh weg. Der wartet da, hau ab, lass mich sterben. Ja, warum tut ich mich nicht? Weil du müsstest ihn eigentlich mit dem Bogen zerlegen können. Ja, das Problem ist, dass ich nichts sehe. Nein, der ist wieder vollgeladen. Ah, der müsste doch da festhängen. Ja, der ist aber voll geladen. Ja, dann mach doch mit dem Bogen Platz. Ja, der ist wieder. Ja, dann muss ich erstmal irgendwo hin, wo der nicht an mich drankommt. Der kommt ja doch nicht, wenn er festhängt. Ich hab sie doch letztes Mal auch so erlegt. Das war genau dieselbe Stelle. Hä, das ist ja Mathildes Leiche. Nee, okay. Das ist meine Leiche, aber darunter steht der Filter, okay. Oh, ich glaube, mein Bogen hält nicht durch. Dafür brauchst du nur hier Fiber und da machst du die komische Seile und dann kannst du dieses reparieren. Zwei Stück brauchst du. Ja, aber ich bin jetzt gerade dabei, den Stink-Button zu erlegen. Und wenn ich weggehe, um Zeug zu sammeln, habe ich nicht mehr genügend Pfeile. Das ist richtig. Ich gucke gleich mal, ob der hängen bleibt. Ich nehme jetzt mein Zeug. Mal gucken, ist er auf dich aggro oder auf mich aggro? Auf mich. Gib mir kurz einen Moment. Ich kann ja auch gleich Pfeile hinschmeißen. Ja, ich schieße jetzt langsam. Kannst auch mit den schießen. Ich habe nämlich keine Pfeile mehr. Kein Problem, dann mache ich schon Platz. Ist gleich tot. Sehr schön. Drecksack, in dir bin ich tot, du Drecksack. 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 Ausdauer. Drecksack. Drecksack. Sehr schön. Ich nehme wieder die Teile, weil ich habe da schon von was genommen. Ich nehme Pfeile. Ich auch. Aber ich bin Legolas. Ja, aber so ein paar Pfeile hätte ich auch gerne. Die habe ich, glaube ich, gar nicht geschossen. Kannst du haben. Ich habe sogar bis auf zwei genauso viel wie vorher. Sehr schön. So, was brauche ich zum Reparieren? Oh, hier ist auch noch eine. Fiber. Habe ich was dabei? Nee, ne? Crude Rope. Ja, das lässt sich ja hier leicht für schnell. Gab es hier nicht auch irgendeine Cola-Dose, Saftdose in der Nähe? Ja, da so ein Fuzzi irgendwas. So ein Fuzzi irgendwas. Das war in der Richtung. Ja, ich mach die da mal hin. Ich hab Durst und Hunger. Ah, hier ist noch eine Milbe. Und Spiderling. Zweimal Web. Noch eine dumme Milbe. Nicht in das Loch fallen, nicht nochmal. Noch eine Milbe. Ich hab schon 30 Milbenfass. Super. Ja, finde ich auch. Hier ist keine Dose. Ah, da muss ich lang.
Du hast doch eine Giftgasmaske. Habe ich ja gerade aufgesetzt. Ich glaube, ich lasse die erstmal drauf hier. Ja, ich suche jetzt hier erstmal irgendwie weniger abgestorbenes Gebiet, damit ich hier auch Plantfall was kriege, damit ich meinen Bogen kann. Ih, verseuchte, infizierte. Ja, die hatten wir auch schon mal. Hä, warum kriege ich jetzt Schaden? Hättest du mich einfach erwischt, das Drecksvieh. Ih, ich habe irgendeinen Pilz eingesammelt. Oh, hier ist aber mächtig was zu trinken, hier kriege ich auch. Na toll, jetzt habe ich hier ein Dings gemacht, Fruit Ropes. Aber die fallen lassen, weil ich nichts mehr tragen kann. Narf. Also irgendwie kriege ich ja trotzdem so ein Bild, dass ich da Schaden kriege oder keine Ahnung. Oder sieht das nur so aus, wegen Gas? Ich komme jetzt mal zu dir. Du musst mal auf deine Gesundheitsanzeige achten. Ja, ja, das habe ich gerade vor. Ich renne jetzt nochmal rein. Ja, Gesundheit nimmt ab. Okay. Aber langsam. Gibt es vielleicht eine bessere Maske, um da reinzugehen, aber ist egal. Hm. Also ich habe jetzt... Ah, irgendwas... Ich habe... Alarm? Ah, eine infizierte Milbe. Hab ich. Was für Maidfass gibt das? Normales Maidfass? Oder? Drei hat's gerade gebracht. Und nice. Einen irgendwie Pilz. Da ist das verseucht. Oh ja. Da wurde gespuckt. Nee, aber ich sehe den Dunst. Also ein bisschen reinlaufen kannst du, aber nicht in die Kuhlen. Also kann ich mit der Maske auch nicht. Weil die Kuhle, da sammelt sich das wohl. Das ist irgendwie noch extremer. Da reicht die Maske nicht. Du hast deine nicht dabei, hast du gesagt, ne? Nein, habe ich nicht. Das müssen wir vielleicht mal nächste Folge mal machen, mal erkunden. Ah, hier kriege ich auch schon Schaden. Aua, ich auch. Also so geil ist die Maske dann auch nicht. Gut. Ja, die reicht für die... Für die Stinkkäfer reichen die ja. Ja. Spinne, ne? Spinne, aber ich muss sagen, ich bin so ziemlich voll. Noch drei Slots. Also ich habe momentan einen Slot frei. Ich könnte auch noch, kannst du noch Mindfass nehmen, dann habe ich noch einen Slot frei. Ja, Mindfass kann ich noch nehmen. Warte, dann schmeiß ich... Warte, nein, schlechte Idee! Es rollt alles runter! Okay, das habe ich mir schon gedacht. Machen wir es hier unten. Darum habe ich es lieber einzeln gemacht. Ich wollte nicht alle auf einmal. Okay. Macht also mein Spaß. Dann mache ich es jetzt hier alle auf einmal. Okay. Dann habe ich jetzt vier Slots. Super. Ah! Oh, das war eine Ameise. Entschuldigung. Eine Worker. So, jetzt bin ich definitiv voll. Ey, du Arsch. Also ich könnte einen Zap raushauen. Ja, Zap habe ich. Weil ich so seppi bin. Bitteschön. So, Ameisenteil lasse ich liegen. Ich wollte nur meinen Bogen. Ich habe hier einen Sepp rausgeworfen. Ja, warte, ich nehme Sepp. Was Sepp, Sepp, Sepp. Ich demnächst mal ganz Sepp, Sepp, nett. Sepp. Also, ich habe zwar noch was zu trinken. Ja, in der Gifthöhle da. Ja, super. Da, ne, Gift halt, ne? Ja. Jo, dann, Oh, hier liegt eine tote Ameise. Guck mal. Ja, die habe ich doch gerade gekillt. Warum hast du sie noch? Ach, du bist auch voll, ne? Ja, ich habe jetzt drei Slots. Wenn wir eine Spinne töten wollen, dachte ich mir, dann lass mal die mal für die Spinne. Na gut. Yes. Spinnenweben. Ja. Kampe. Ey, da macht Spinne zu cool. Nee, ich hau nur das Dreigras kaputt. Schade. Ich kann gar nicht die Spinnenweben kaputt hauen, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Gerade so schön ausgemalt. Ich habe irgendeine gehört, aber ich nicht gesehen. Bitte sehr, liebe Ameise. Hey, ich habe das Fleisch doch nicht genommen von dem Vieh vorhin. Scheiße.
Guten Hunger. Oh, da ist ein Stinkkäfer. Zwei. Die habe ich jetzt keine Lust. Zwei sind zu viel. Die sind ja nie alleine. Die Position hier eigentlich ganz nett ist. Brauchen wir noch Oh, ich muss jetzt doch was aus meiner Kantine trinken. I mean, this is probably ja, und ich trinke mal im Real Life was. Mach das. Wir können ja einen anlocken und hier töten, also. Auch wenn die hier nicht hochkommen, kannst du probieren. Wenn die hochkommen, dann taktischer Rückzug. Aber ich fürchte, dass halt nicht nur einer kommen wird. Ich teste. Okay, dann schieße ich erstmal noch nicht. Ich schieße und laufe dann weg und ja. Hoffe, dass ich einen ran. Wenn Reichweite ist, dann kannst du natürlich schießen. Ja. So, Treffer. Genau, super gemacht. Ich versuche, auch mehr zur Mitte zu kommen. Hier stinkt es überall. Alter! Ich hab das mit dem Blocken nicht drauf. Mann, bin ich schlecht. Bleib stehen, du! Feigling! Ja, erwischt. Ja, ich weiß, aber der ist jetzt so weit weg, jetzt komme ich nicht mehr an ihn ran. Peter, hang in there. You're gonna be okay. I'm back. Da hab ich auch keinen Bock mehr. Ah! Tot, oder? Nee. Jetzt ist er tot. Ich dachte, er wäre schon tot. Nee, jetzt ist er tot. So, sag. Ich dachte, er wäre hin. Aber mit dem Stinkbug kriegen wir es langsam hin. Ja, ich glaube, das hatte uns auch unsere Lieblingseule geschrieben, dass man nicht die ganze Zeit blocken muss, sondern immer so, nur wenn der haut. Wenn man Perma-Block macht, dann... Ja, stimmt. Dann kommt der durch. Oh. Da sind zwei. Komm mal zurück, Mathilde. Zurück, 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 Mathilde. Okay. Der eine ist mich gerade aufgestanden. Und der kommt zu mir. Geh auf deine Position. Hoch. Man muss es üben. Ja. Ich sehe ihn nicht mehr. Er rennt hinten weiter weg. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Wir schaffen das, 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 wir schaffen das. Und tschüss. Los, auf, lass mal. Beweg dich! Über den Kram springen! Hehe. Keine Kanalrad. Schwuppidubi. Ja, kann ich hüpfen. Jetzt hängt er schön fest. Versuche ihn in die Augen zu schießen. Ich finde, Augenschaden müsste extra nochmal 5% geben oder so. Oder das Ey, Auge der müsste... ist irgendwie festgepackt. Der müsste eigentlich tot sein. Nee, bei mir noch nicht. Jetzt ist er tot. Bei mir war der nämlich eigentlich, hatte der schon keine Gesundheitsanzeige mehr, tatsächlich. Ey, du schmeißt mich mit toten Backkack. Auf Pfeile. Ich finde es mit dem Bogen irgendwie am einfachsten. Ja. Aber ich hätte halt gerne einen besseren Bogen. Ja, ich auch. Und dafür müssen wir Spinnen töten.
Irgendwas quietscht hier aber so ganz komisch. Ja, es könnte sein, dass hier hinten noch irgendeine Spinne rumläuft, ne? Aber ich sehe sie nicht. At least it's clean. Ach, da unten ist so ein... Oder ist es die Ameise, die den Krach macht? Die ist aber auch hier um die Ecke. Es ist noch ein Stinkekäfer deine Ecke. Möchtest du den noch erledigen? Dann haben wir sie komplett. Außerdem sind die Pfeile, nehme ich schon mit. Außerdem können wir den ja nicht alleine lassen, dann ist der ganz traurig. Ja, aber ich weiß jetzt, dass die Gräben, die kann ich zu meinem Vorteil nutzen. Ja, ich bleibe hier auf meinem Zweiglein. Ja, du bleibst auf dem Zweiglein? Sackgesicht! Das sind noch zwei. Oh shit! Gut, der eine interessiert sich nicht für mich. Der zweite zieht sich auch zurück. Nee. Ja gut, zwei habe ich keinen Bock. Ja, ich denke auch. Wir haben jetzt drei oder vier von den Stinkekäfern. Ich habe außerdem kaum noch Platz für Stinkekäferteile. Also ich bin ja wirklich voll. Ja, dann komm, düsen mal weg. Ich nehme meine Ameisenhelmchen auf. Geht's ab nach Hause. Warte, ich höre Kampfmusik. Echt? Ich hab keine. So ein komisches Geknauze ist das. Egal, düsen wir einmal nach Hause. Aber ich finde, die Ecke sollten wir uns merken, weil mit den Gräben können wir echt gut kämpfen. Ich weiß aber nicht, ob das die Spinne aufhalten würde. Das wage ich zu bezweifeln. Die Spinne auf Speed sowieso nicht? Mhm. Oh, ist doch gleich zu Hause, ist doch schön. Ja. Aber da können wir gleich nochmal an den Pfosten nach einer Spinne gucken. Ja. Vorher würde ich aber gerne was essen. Ja, absolut. Ach, siehst du, abpuppen. Hast du was zu finden dabei zu essen? Spoiled. Oh, fuck. Halt, stopp. Hier also ein Rüsselschwein hier habe ich gefunden. Aber ein Rüsselschwein reicht nicht. Oh, warte, hier ist ein... wo ist meine Schaufel? Ich habe hier einen Wurm. Klar. Würmer kannst du super essen. Ja, ich habe mir jetzt auch einen Wurm gefangen. Und hier ist noch ein Wiebel. Und Wiebel habe ich schon mitgenommen. Wiebel. Aber ich darf gleich... wo hattest du meine Sonderkiste hingepackt? Folge mir. Warte, ich muss erst mal hochkommen. Ja, dann komm doch mal hoch. Dann packe ich ihn erstmal auf den Grill. So. So, das ist wieder ein Todesplatz. Oh, warte, hier kann ich was draufpacken. Bitte schön. Ne? Das ist wieder ein Todesplatz. Und ja, dann, wenn du da rausgehst... Ja. Oh, jetzt ist es fertig. Cool. Ah. Müssen wir runternehmen. Da bei den großen Stein. Siehst du den großen Stein? Den ganz großen? Nee, links den kleineren. Den kleineren. Ich sehe die Kiste. Da ist eine Kiste. Meine Notfallkiste. Bring mal das Fleisch ab, ne? Oh, ich kann nicht so viel. Kann man das in die Kiste packen und hält das auch? Irgendwie ist das gerade komisch bei mir hier. Ah, ich habe auch immer so viel mit dem alles, was ich rumschleppe so, hier. So, dann
bringe ich mich hier jetzt einmal um. Wobei, nee, ich muss mich einmal ausloggen. Damit ich dann einmal durch den Boden fallen kann und dann muss ich mich einmal umbringen. Vollbanane. Ich mach ein, zwei Speeren. Hm. Aber ich pack den... Ich hatte noch fünf. Hey, I'm Willow. Willow Branch. Oh! Krass, ich bin nicht durch den Boden gefallen. Ja, irgendwie funktioniert das. Ich bin nicht durch den Boden gefallen. Geil. So, aber dann nehme ich hier mal das Beef Jerky ab. Oder, ach nee. Not bad. Weil ich habe ja noch ein Beefel. Ja, kannst du schon wieder dranhängen. Genau. Und sowas trinken und dann heilig. Bin ich ja... So, die Reparatursteine lasse ich jetzt auch immer weg. Achso, ich brauche ein bisschen Fiber. Und das ist alles wieder da, wo es hingehört. So, dann bringe ich jetzt erstmal Zeug weg. Drei waren es. So, ich wollte noch gucken, was man Schönes bauen kann. Dass wir wissen, was wir jagen müssen und so, weißt du? Ja. Abgesehen davon, dass wir Spinnen jagen müssen, war das ja klar. Ja, Spinnen. Ich überlege, ob ich Fleisch in die Kiste packen sollte. Steht dabei, wie lange das hält? Nee, ne? Hm. Ah, fuck you! Smoothie wollte ich doch mal machen. Oh, was war denn das? Das war das Brick. Fiber. Was war es denn? Was war denn noch drin? Weißt du es noch? Pebblet, glaube ich noch. Das waren drei Sachen. Dann hast du den billigen Smoothie. Pebblet. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das schmeckt, aber... Das meint ja auch die Eule, dass es halt einfach günstig herzustellen ist und... Weil Brick, Fiber und Pellets, die fliegen einfach hier rum bei uns. Vor allem, da brauchst du nur noch auf den Boden gucken. Da brauchst du nicht groß irgendwie was machen. Brick einfach sammeln und sammeln und sammeln und zurücklaufen. Und dann sehen wir gleich, ob das auch alles richtig war. Ja, hat funktioniert. Ich habe mir den auch schon gemacht. Ach, hast du schon gemacht? Ich habe hier zwei Pfeile, die sind leider am Boden drin, die werden mir aber angezeigt. Das ist nicht schade. Ich habe uns noch was Schönes hier oben gebaut. Was Schönes? Ja, was Schönes. Was denn? Ein Basketballkorb. Hast du einen Basketball? Nee, ich habe nur den Korb. Bei den Statussachen. Ach, die muss ich auch aktivieren. Das habe ich ja nicht gemacht. Mm. Das stimmt. Stimmt, ja. Jetzt habe ich nur das Problem mit der Sprache. Na gut, Grasmaster wird irgendwas sein, dass du besser Gras abbauen kannst. Vor
vor allem die Insect Axe und den Insect Hammer will ich haben. Hast du hier schon was aktiviert? Nope. Grassmasker. Ja, dann haut man leichter um. Natural Explorer. Okay, das wäre vielleicht interessant. Oh, das ist hier Cardio-Fan. Ja, auch dabei, ja. Hm. Rechts daneben, dieser Geist. Verlässlicher Freund. Dann kannst du schneller retten. Ach, das ist doof. Und, Natur-Explorer, was kann ich da besser understanding? Ich habe jetzt einfach die mal aktiviert. Das Land mache ich gerade. Besseres Verständnis vom Land. Kann ich mehrere Sachen nehmen? Oh ja, es geht. Vor allem, du hast irgendwie hier so einen Scam. Ah, du kannst maximal 3 nehmen. Genau, deswegen steht da ja um. So, dann so. Bin ich hier noch der Steineklopper. Aber ich habe gesehen, du hast so einen Scap-Detektor irgendwie bei dir an. Ach nee, doch nicht. Das ist wahrscheinlich, wenn man in der Nähe von irgendeinem so Ding ist, das hier auf dem, Ja, wenn du irgendwie in der Nähe bist. Dann sieht man da was, genau. Ja, das habe ich aber schon vor... in den ersten Folgen erwähnt. Ups. Das sind diese Punkte, die wir sammeln. Ja, ja, wenn du da in der Nähe bist, dann blinkt das auf. Müssen wir da mal mehr drauf achten, glaube ich. Ja, die kommen ja auch alle Tage wieder. Ach, jetzt bin ich ja ganz abgelenkt geworden. Warte, ich würde Smoothie machen. Ja, Mann. Genau. Ja. So, und ich nehme mir mal hier einen Weevil Roast, ne? Dann könntest du den Effort Roast nehmen. Ich habe schon zwei Jerky-Sachen genommen. Du kannst da alles haben. Ja, ich habe hier auch noch meine Dingsbums. Also auch wenn das unser Wassercontainer ist übrigens voll. Wenn das Zeug nicht so gut heilt wie die Verbände, aber davon kannst du schnell viel produzieren. Ja. I mean, this is probably what bottled water is. So, genau, und unser Wassercontainer ist voll. Gut, ich würde sagen, wir machen einen Break, oder? Echt? Ich weiß nicht, was sagt denn die Aufnahme? Du bist derjenige ja, mit zwei... Aufnahme gedacht, kann man machen. Weil dann würde ich sagen, gehen wir nächste Folge auf Spinnenjagd. Okay. Machen wir das. Okay. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und ich gehe hier schon mal auf meine Lehrer-Dings. Okay.